Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch meine Epidendrum-Orchidee, die bei mir natürlich auch im Wasser steht. Und scheinbar gefällt das auch dem Epidendrum. Diese Wurzeln hier, die sind so braun, weil der früher in einem Topf stand mit Substrat und die sind halt so geblieben, aber die sind nichtsdestotrotz funktionstüchtig, also die funktionieren, die nehmen Wasser auf und Nährstoffe, auch wenn sie unansehnlich aussehen für uns, aber der Orchidee schadet das nicht. Und die älteren Wurzeln, die werden auch mit der Zeit so bräunlich-gelb, wie man das hier sieht. Aber das ist kein Grund, die alle abzuschneiden, wie viele denken, wenn die nicht grün oder weiß aussehen oder halt so mit diesen Spitzen. Das sind alles junge Wurzeln, die wachsen. Und sobald sie in Berührung mit Wasser oder irgendwelchen Substraten kommen, dann vergelben sie, vergrauen oder verbräunen sie. Und ja, das ist immer noch kein Grund, die wegzuschneiden. Auch wenn die für uns Menschen halt nicht so schön aussehen, sind sie für die Pflanze noch völlig in Ordnung. Ja, wie man sieht, steht er wie alle meine Orchideen mit etwas Wasser unten in der Vase. So ungefähr 1 cm. Jetzt ist es ein bisschen verdunstet, sonst sind das so 1,5 bis 2. Und die Wurzeln wachsen langsam da rein ins Wasser. Also die von oben hier kommen. Der macht überall Wurzeln am ganzen Stamm. Da oben hat er sich vermehrt, ein Kindchen. Und ja, wie gesagt, macht die Wurzeln aus dem Stamm überall, die dann runter in die Vase wachsen. Und da unten hat eine Wurzel schon das Wasser erreicht. Ja, nichts passiert. Die Spitze hat nicht aufgehört zu wachsen. Sieht gut aus. Ja, und ja, scheint, ja, was soll ich sagen? Es scheint der Orchidee gut zu gehen. Kriegt die gleiche Pflege wie die anderen Orchideen bei mir im Wasser, mit einmal durchgespült mit Wasser, einmal Voxal. Steht am Fenster, wo Morgensonne ist, so ungefähr bis 12 und dann Schatten. Ist etwas anfällig für Spinnmilben, wie man das an diesem gräulichen Schimmer da, weißlichen Schimmer sieht. Aber wenn der mehr Wasser kriegt, scheinen die da nicht dran zu gehen, habe ich festgestellt. Also wenn man den nicht durchtrocknen lässt, dann gehen sie auch nicht dran. Hat noch nicht geblüht, das war eigentlich, damals habe ich den Geschenk gekriegt, das war nur ein Trieb. Dieser hier, der jetzt natürlich irgendwie kaputt gegangen ist. Danach ist aus diesem Trieb ein Kindchen gewachsen, also das ist schon im Substrat, das habe ich dann rausgenommen und dann ist es immer länger und länger geworden und jetzt ist das Kindchen so und hat selber noch ein Nachkommen produziert. Ja, also nicht nur Phalaenopsen, sondern auch solche Orchideen können im Wasser kultiviert werden. Das ist eigentlich eine Erdorchidee, so kann auch in terrestrisch wachsen, der Epidendrum.
Aber wächst auch so oder semiterrestrisch. Ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Ich habe das, glaube ich, mal gesehen, dass die auch relativ gut in Töpfen in der Erde wachsen. Also mit so einer lockeren Erde. Wie für Frauenschuhe. Aber wächst ja auch im Wasser. Mal gucken, wie das sich weiter alles entwickelt. Auf jeden Fall jetzt vielversprechend, sieht toll aus. Und die Zeit wird es zeigen. So, das war's für heute wieder. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.